So, hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, heute soll es jetzt doch endlich weitergehen mit der Hauptquest. Ich hab so Bock drauf. Wir werden die Ausgrabungsstätte betreten, wo wir hoffentlich Olin finden werden und hoffentlich vielleicht auch die ein oder andere Antwort mit ihm. Ja, genau hier müssen wir hin. Betrete die Ausgrabungsstätte. Alles klar. Ich habe auch ein bisschen Heiltränke und so besorgt. Hier sehen wir schon fünfmal. Nee, sechsmal. Ich mache so ein komisches Geräusch, ja, das werden wir entdeckt worden werden. Egal. Ihr seht schon sechsmal normale Heilungstränke, dann zwei OP-Tränke. Für mehr hatte ich keine Scherben. Ja, egal. Und dann noch hier diese sechs Tränke, die uns quasi 150 zusätzliches Leben geben. Also auf das Maximalleben draufgepackt noch. Ich weiß nicht, ob sie uns auch aufs Maximalleben heilen oder ob sie nur die Leiste verlängern, wir das voll heilen müssen. Da habe ich keine Ahnung, das werden wir wahrscheinlich im Kampfgeschehen selbst noch entdecken. Und ich habe Bock drauf. Ich habe Bock. Und ich hoffe natürlich, ihr auch. Ich denke mal schon. So. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen schleichen, denn... Hauptquest. Ab welcher... welcher Stufe ist denn die Hauptquest? Das würde mich mal interessieren. Die Stadt der Sonne. Ab, betritt die Ausgrabungsstätte. Ja, die Stadt der Sonne. Stufe 12. Pff, wir sind 24, oder? Sind wir 24? Wir haben das Doppelte an dem, was wir brauchen. Okay, wir können durchrushen. Okay, nee, wahrscheinlich überschätze ich mich gerade. Darunter. Alles klar. Wie kommen wir da genau hin? Ich bin auch, bin schon einmal rumgegangen über den Kessel. Wie kommen wir da genau rein? Blümchen! Ich habe auch oben ein paar Blümchen gesammelt. Ja, es macht mich immer so nervös, wenn man so viele Blümchen findet. Auf dem Weg hier haben wir so viele Blümchen gefunden. Ihr seht da oben, wir haben fast den zweiten Beutel voll. Wir haben gleich den zweiten Beutel voll. Davon lese ich noch ein Blümchen und dann haben wir den zweiten Beutel voll. Was, wir können... Wir können nicht mehr einsammeln, was? Nee, das geht so nicht. Nee. Das ändern wir mal schnell. So, hier. Was, wenn wir nicht mehr einsammeln können? Ich meine, so weit kommt's. Was bist du? Ist das ein Feind? Das war auf jeden Fall ein Feind. Ich habe die Maske gesehen. Okay. Wir halten uns mal ein bisschen bedeckter. Das ist Gras, wo man sich versteckt. Dieser elende Sturm hört einfach nicht auf. Verdorbener Wächter. Und so ein Dulli. Okay. Dann werden wir uns den mal annehmen. Und wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir die auch gleich mit. Ich meine, das ist quasi nur so ein Vorposten oder so. So. Jetzt kommen wieder die Sniper-Skills. Sniper-Skills funktionieren nicht. Alles klar! So, das sind Sniper-Skills. Kannst du es ja versuchen. Alter, ja doch, deutlich mehr aus. Verdorbene Sachen verhalten ja im Grunde immer mehr aus. Okay, ich sollte nicht in die Verderbnis reinlaufen. Alter! So, down. Quickscope. Ich hoffe, ihr habt... Ah, die haben gut Metallsterben dabei. Okay, dann lohnt sich das wahrscheinlich am Ende sogar, was wir hier machen. Tschüss. Wie geil. Und tschüss. Ach, siehst du mal. Nutzen wir gleich einen Heiltrank. Und hier kriegen wir noch einen. Nett von dir. Ich wechsle mal jetzt die Steine, weil sonst verdrücke ich mich wieder. Ich kenne mich ja. Und dann verschwenden wir Heiltränke. Und ich glaube, wir werden sie brauchen hier. Lagerfeuer. Oh. Nehmen wir mit. Hui. Ich glaube aber, dass die verdorbene Zone hier gerade nicht zur Mission gehört. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Oh. Du bist ein Verwüster. Der gehört aber auch nicht zur Quest, oder? Aber ich will mal was versuchen, Leute. Ich will was versuchen. Warte mal. Denn ihr habt mir was in die Kommentare geschrieben, was lustig ist. Warte mal. Kommt der Verwüster noch? Kommt der noch mal bitte? Dann geh ich halt hoch. Nächster Dulde, den gehen wir mal nach. Haben wir irgendwo Gras, wo ich mich schnell reindrucken kann, falls der wieder um die Ecke kommt? Sehr reizend. Hier bin ich. Hallo, Steinchen. Okay, der kommt jetzt hier rum. Sehr schön. Denn ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich mit einem Zersprengerpfeil seine Kanone runterschießen kann und die dann gegen ihn einsetzen kann. Komm mal hierher. Guck mal, Steinchen.
Sehr geil! Ich will die Knarre haben! Verschwinde! Ich will die Knarre haben! Ah, geh doch weg! Ich will die Knarre! Alter! Fick dich! Alter! Alter! Lass mich aufstehen! Da kommt noch einer! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Alter! Wie geil! Jetzt kommen auch nur zwei von den Dullis hier! Wieso? Mit euch habe ich nicht gewettet! Aua! So, der ist schon mal seinen Teil los, das finde ich sehr gut. Hey Leute, komm auf! Easy! Aua! Ist down! Warte! Ich hab Lilo das Zeug gesehen! Ich treffe den nicht! Oh shit! Aua! Boah, er hat den ersten Schlag gelandet, Scheide! So! Ah! Jetzt kommen die Dullis auch noch! Alter, legt euch nicht mit mir an! So, down! Boah! Alter, was für ein Einstieg in die Folge! Aber das war geil, dass ihr mir das in die Kommentare geschrieben habt. Schießt die Verwüsterkolonne runter, das ist geil. Ja, es ist geil, es ist mega. Oh, 35% und ihr habt eine Spule. Kann ich dir denn jetzt vielleicht da irgendwo irgendeinen Bogen hauen, was ich schon besitze und nicht irgendwie nur auf dem Kriegsbogen? Wäre nett. Auf den hier vielleicht. Nein. Scharfschutzbogen vielleicht. Komm. Nee, Mann. Immer auf diese fucking... Hä? War das verdammt ein Schutz, was ich gerade bekommen? Das wird zu schwer. Ich hab's nicht aufgesammelt. Ja. Ist klar. So, Modifikationen. Ah, ich müsste das mal verkaufen. Ach, scheiß drauf. Ah, das grüne Zeug braucht doch eh niemand. Gut gemacht, Alter. So, so. Waffenmodifikationen. Kann ich denn jetzt irgendwo draufhauen? Okay, es ist schon mal kein Kriegsbogen. Finde ich sehr geil. Es ist aber auch vielleicht ein Scharfschussbogen. Komm, Scharfschussbogen, bitte. Bitte, 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 bitte. Mann! Was kann ich denn draufhauen? Hä? Auf was passt denn dann die verderbende Spule? Lass mich verarschen. Modifikationen. Verderbnis. Sehr selten. Verderbende Spule. Ja, okay. Wahrscheinlich kann man es nur auf Schattenzeug raufhauen. Das kann natürlich sein. So. Plünderer-Linse kann man gut verkaufen. Sehr schön. Metallscherben. Leuchtendes Geflecht. Okay. Okay, okay. Ja, ich glaube, das brauchen wir sogar irgendwann. Metallscherben. Metallscherben. Ich glaube, das brauchen wir sogar für einen Kriegsbogen oder ähnlich da. Keine Ahnung. Für einen Schattenkriegsbogen braucht man, glaube ich, sogar. Nee, dafür braucht man ein Kristallgeflecht, kein leuchtendes Geflecht. Alter, wie geilo, geilo, geilo. Ich werde auf jeden Fall jeden Verwüster auf jetzt ausnocken. Und die Kanone klauen. Die Kanone war so geil. Mit der wäre ich gerne ins Lager reinmarschiert. Auch schade. Aber egal, die ersten 10 Minuten von dieser Folge war schon mal Action geladen. So, die Dullis hier haben wir auch schon aufgeschaltet. Die wurden ja auch ein bisschen aufmerksam. Ist jetzt das Teil schon unten schon geklärt? So, jetzt gehen wir zur Hauptquest. Hier noch Blümchen einsammeln.
Was ist das hier? Ich dachte schon, jetzt nimmt sie den ganzen Stein. Schade. Das wäre lustig gewesen. Hier bunkern wir ausgerüstet. Der Druck frei, sehr schön. Ich sehe fast nichts. One shot, one kill. Dieser Sandsturm, der macht es nicht unbedingt leichter. Macht auf keinen Fall leichter, der macht es eher schwerer. Ich schleiche doch mehr rum wie sonst, ne? Kann das sein? Fällt mir gerade so auf. Was hast du denn Blaues dabei? Oh. Auch nice. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Och, das ist wahr. Erinnert euch an die letzte Folge. Oh, Gesundheitstrank, sehr schön. Jetzt haben wir wieder 4 Stück, sehr schön. So. Kann ich hier hoch vielleicht? Nee. Hier vielleicht? Nee, kann ich hoch. Sehr schön, danke. Was ist das hier? Vorratskiste, danke. Oh, reichhaltiges Fleisch. Und Stärkungstränke, nice. Stärkungstränke konnte ich nicht mitnehmen, ne? Ja, okay. Ich würde sagen, wir halten uns bedeckt. Denn das könnte ziemlich heikel werden. Okay, Sequenz, sehr schön. Hi. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja, die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was? Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Eine Störung? Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Nee, bin nicht da. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Was? Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt... Wer ist da? Ach du Scheiße. Leute, kurzer Cut. So, willkommen zurück nach einem kurzen Cut. Es kann weitergehen mit der Hauptstory. Ich muss kurz weg. Ist ja, die Klingel und so, ne? Tür, Paket und so. Ja, ich muss auf Box halten. Hi. Nee, Spaß. Scheiße, jetzt habe ich was geteasert. Es kommt Facecam. Hi. Rayon, halt die Klappe. Es kann weitergehen. Aufnahme läuft, sehr schön. Okay, weiter geht's. Oh, shit. Wir haben Stress bekommen, letzte Folge, ne? Oh, shit. Ich sehe Verderber. Kann ich irgendwo nach oben? Ich will strategisch kämpfen diesmal. Ja, ich will strategisch kämpfen. Das ist neu für Rayon. Ich darf nicht strategisch kämpfen. Alles klar. Verderber sind anfällig auf Feuer, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Schwäche Feuer, sehr schön. Sehr schön. Ja, wenn wir schon. Kriegen wir die lautlos ausgeschaltet? Ha, shit! Das Nora-Mädchen lebt? Nein, bin tot! Nein, ihr hattet eure Chance. Kommen hier nicht hoch, oder? Hat der Lohebehälter auf dem... Geh weg! Euch nehme ich mir nachher einzeln vor. Wiegt doch nicht so viel. Der kommt hier tatsächlich hoch. Ja, hau mich runter, danke dir! Ich komm wieder hoch zu dir, ne? Das ist ja klar. Hi!
Hau doch zu, ey, Leute! Komm, ich will den stunnen! Alter, das kann doch nicht sein, dass der nicht stunnen kann! Willst du mich verarschen? Ich kann den nicht stunnen. Okay. Ist akzeptiert, ich kann den nicht stunnen. Alter, die haben jetzt halt... Hier ist eine Wand! Sag mir das doch, dass hier eine fucking Wand ist! Wie soll ich hier in den Kessel kämpfen? Okay. Feuer for the win! Warte! Druff! Alter! Aber ich mach fucking gut Schaden! Ich kann jetzt das nicht rübergehen? Geil! Alter! Schießt der andere Dulli tatsächlich auf mich, oder wie? Weil der sieht mich nicht, oder wie? Alter! Jetzt kämpft doch nicht alle beide! Ey, Leute! Halt die Klappe! Ich will doch nur, dass er brennt! Wenn er brennt, kann ich wieder mit den geerdeten Pfeilen draufballern. Deutlich mehr Schaden machen. So, den sollten wir gleich down haben, den ersten. Stirb doch, dankeschön. So, Nummer 2, wo ist der Dulli? Gibt doch schon einer. Wo ist der zweite? Da war eigentlich ein zweiter Verwüster? Ja, ich weiß, dass ihr auch ballert, aber war hier noch immer noch ein zweiter Verwüster? Na gut, dann nicht, ne? Hab ich zwei getötet gerade? Habe ich schon zwei getötet? Ich dachte, ich habe erst einen. Okay. Wir nehmen natürlich jeden Loot mit, den wir finden können. Auf diesen Stein hier. So. Ja, von dir treffe ich doch nicht. Schon geil. So, was hier noch ein Heady? Das war's schon? Easy. Siehste mal. So, hier haben wir noch was Lilanes. Oh, altes Gefäß. Odyssey. Spezial. Nice. Sehr schön. Finde ich geilo. Finde ich geilo. Leuchtendes Geflecht. Ich brauche ein Kristallgeflecht, ihr Dullis. Mann. Absolut kein Platz dafür. So. Olin. Olin. Hör mich, versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Puh, die Mörder, die geheimnisvolle Frau. Die Mörder, hallo, deswegen sind wir hier. Die Frau ist zweitrangig, die wir gesehen haben mit einem Holo übertragen. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Okay. Ja, der Teufel. Was meinst du genau mit Teufel? Also symbolisch Teufel oder wirklich Maschinenteufel? Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Copyright. Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch. Aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen?
Ich dachte, sie wollten die Teile. Doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen. Aber nach heute ist alles möglich. Oh, shit. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Oh ja, irgendwie schon. Und das ist jetzt mit der Frau? Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Badass, Aloy, badass. Was wollen die Eklipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Ob er der Endgegner sein wird, ich glaube, es könnte darauf hinauslaufen. Vielleicht. Wir werden es sehen, wir werden es auf jeden Fall sehen. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Was ist mit seiner Familie jetzt? Wir reden doch gerade mit ihm und die hören das doch. Oder nee. Das über die Übertragung ist gestört, ne, durch den einen Unbekannten. Aber was ist mit seiner Familie? Wir müssen ihm helfen. Zeit, dich zu richten. Okay. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Was? Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Tilge deine Schuld. Dein Leben ist verwirkt. Es ist kompliziert. Alter, ist das jetzt ist das jetzt nur eine Textoption, eine Sprachoption für dieses Gespräch hier? Oder ist das jetzt wirklich ein Handlungsstrang? Wenn wir jetzt sagen, dein Leben ist verwirkt, töten wir ihn dann? Das ist doch viel zu hart, oder? Ich meine, jeder würde so handeln, wenn seine Familie bedroht ist oder etwa nicht. Leute, ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Tilge deine Schuld. Das bedeutet doch eigentlich, dass wir sagen, ja, mach das alles wieder gut. Reiß sie zusammen. Ah, wir brauchen seine Hilfe. Er ist doch dieser komische Ausgrammungsspezie, oder? Dein Leben ist verwirkt. Nee, auf keinen Fall. Das ist kompliziert. Das ist auf jeden Fall. Ich struggle zwischen diesen beiden Aussagen. Weil ich will mal wieder die... Ach, komm. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Alles klar. Hauptquest abgeschlossen, die Stadt der Sonne.
Nice. Kriegen Fähigkeitspunkt und 6000 DP. Heftig, heftig. Neue Hauptquest, Schöpfers Ende. Okay, das nehmen wir uns noch schnell an. Stufe 14. Ayla will in den verfallenen Ruinen einer alten Stadt mehr über die geheimnisvolle Frau erfahren, die ihr so ähnlich sieht. Begib dich nach Schöpfers Ende. Such nach Hinweisen auf die Identität der unbekannten Frau. Wer war sie? Ja. Warte mal. Olin hat Aloy nicht um sein Leben angefleht, sondern um das seiner Familie, die von der Eclipse als Druckmittel gefangen gehalten wird. Begib dich zu den Spornfelsen, okay? Finde heraus, wo Olins Familie gefangen gehalten wird. Ja, komm, das könnten wir nicht zwischenschieben. Oh, ne, komm. Wir haben die Hauptquest begonnen, wir machen die Hauptquest weiter, Leute. Es geht in der nächsten Folge natürlich wieder mal mit der Hauptquest weiter. Schöpfers Ende steht nächste Folge auf dem Programm. Oh, Mann. Das war so intensiv, der Kampf gerade. Okay, das hat gerade richtig geflasht. Leute, schreibt in die Kommentare, wie ihr gehandelt habt. Ich glaube, so ziemlich jeder von euch, der ein Herz hat, hätte ähnlich gehandelt. Oder genauso. Ja, konstruktive Kritik ab in die Kommentare, damit ein Vorschläge und alle Anregungen ab in die Kommentare, damit ihr wisst, wie es läuft. Und auf jeden Fall lasst eine Bewertung da. Und schaut bei den anderen Projekten vorbei, die jetzt ja auch laufen. Mittlerweile sollten ja mindestens 3 Projekte auf meinem Kanal parallel laufen. Ja, Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.